Ja, ich Ja. eben auch. Also hinten raus muss man eben schauen. Aber wenn man da mal in Range kommt, dann könnte das eben schwierig werden. DDD hat ja den Vorteil, dass er eben auch mit den Projektilen von Duckhand die reflektieren kann mit dem Einsaugen. Ja. Das Einsaugen ist ja ein Reflektor und schießt die dann auch schnell wieder zurück. Genau. Wir hatten eben ja drüber, offstream drüber gesprochen, dass Mewtwo's Reflektor auch Duckhand die Kontrolle über die Projektile entzieht. Weißt du, ob er die sonst kontrollieren kann? Ich bin der Meinung, die Dose auf jeden Fall. Mhm. Und die Frisbee auch, glaube ich. Aber okay. Eben, also Frisbee weiß ich nicht. Ich glaube, es kann auch sein, dass die Frisbee eben auf einer bestimmten Höhe einfach geworfen wird. Ja. Genau, wir sehen jetzt hier, Flora tradet hier ganz gut Prozente, hat eben schon 85 auf Beißel rausgehauen und arbeitet mit dem Spikeball hier ganz schön. Ah, jetzt haben wir auch schön, genau, jetzt haben wir eingesaugt hat und richtig, zurückgeworfen hat. Die Dose quasi gecountert, die nächste trifft dann aber. Und Prozente zu traden ist für Flora auf dem schweren DD natürlich super, weil ist, DD genau, super lange besser lebt. Ja. Ich habe nicht im Kopf, wie schwer Duckhand ist, aber er sieht jetzt nicht so sonderlich groß aus. Oh. Wow, okay, das war natürlich ein super Spike. Ja. Einen frühen Vorteil für Beißel bekommen. Oh, das war auch eine schöne Kombo hier von Flora, muss man sagen. Hat Beißel jetzt offstage. Und mal gucken. Und das hat auch gereicht, ja. Das hat tatsächlich gereicht, ja. Also konnte hier nicht recovern. Geht dead even in Stocks. Ich habe noch sehr wenig Ahnung davon, wie gut die Recovery von Duckhand ist. Ich habe Duckhands Up-B noch nicht bewusst gesehen. Ja. Hattest du im letzten Game das Gefühl, dass Duckhand eine einfache Zeit hat zu recovern? Oder also eigentlich schon relativ, muss ich sagen. Also relativ einfach, meiner Meinung nach. Aber es kann halt eben auch sein, dass Mewtwo nicht die beste Edge-Control hat. Ja, okay. Aber das kann ich auch nicht so beurteilen. Nee, das geht mir ganz genauso. Also gerade bei Mewtwo habe ich nicht so viel Ahnung. Ich glaube zu wissen, dass DDD relativ gut an der Ledge ist. Ja. Dass es relativ gefährlich ist, gegen DDD zu recovern. Eben weil er auch die vier Double Jumps hat. Ja. Oh, das ist eine Menge, ne? Also ich glaube normalerweise, hast du nicht zwei normalerweise? Oder also du hast normalerweise ja einen Double Jump und einen normalen Jump. Ja. Und DDD hat einen normalen Jump und dann noch vier Jumps, die er in der Luft benutzen kann. Ja. Siehst du ja jetzt auch gerade, wie Flora über die ganze Stage floaten kann. Aber dafür sind es halt diese kleinen Jumps nur. Ja. Du kommst lange nicht so weit wie Mewtwo. Oh. Wow, okay. Beißel jetzt hier mit der Stockführung. Und jetzt während wir uns unterhalten haben, hat Beißel einen ganzen Stock deleted und ich habe es kaum mitbekommen. Ja. Ja, wir müssen jetzt halt gucken, Flora muss jetzt wirklich viel Schaden hier anbringen, um eben in Stocks even zu gehen. Aber kassiert natürlich auch selber ein bisschen, ist aber ein deutlich schwerer Charakter, wie gesagt, deswegen. Das ist das Privileg als Heavy, ja. Aber sie arbeitet immer schön mit dem Gordo, um sich selbst auf Distanz zu halten und eben auch sicher zu bleiben. Oh, der Upsmash killt, sehr schön. Das war wirklich schöner Upsmash, muss man sagen hier. Der Upsmash von DDD ist ja auch deceivingly fast, auch wenn ganz viele Sachen von DDD so langsam rauskommen. Der Upsmash ist doch relativ schnell. Ja. Aber man muss sagen, was Beißel jetzt hier schon einige Male gelungen ist, ist eben diesen Spikeball auch zu reflektieren. Wow, okay. Und er holt sich hier jetzt wirklich mit dem Downsmash den Kill confirm. Und die erste Runde. Und die erste Runde, ja. Aber ist ja ein Best of Five, haben wir eben ja gelernt. Stimmt, okay, ist genau. Ist ein Best of Five, das heißt, noch ist nichts verloren. Genau, habe ich das richtig verstanden, dass ab der Runde vor Top 8 alle Runden Best of Five sind? Ja. Okay, cool. Genau. Dann ist ja auch das erste Game wahrscheinlich gar nicht so bedeutungsvoll. Ist ja wahrscheinlich auch was, wo beide SpielerInnen genau, so ein bisschen kennenlernen, ein bisschen gucken, so ja, was muss ich anders machen? Vielleicht auch, welche Karte will ich haben nächste Runde? Stimmt, ja. Das kann eben in einigen Matchups auch nochmal entscheidend sein. Ja. Ja, und ich glaube, Flora und Beißel haben beide keinen so großen Rekord gegeneinander. Ich glaube, sie spielen 1-1. Ja. Dadurch ist es ja auch ein bisschen, den Gegner kennenlernen, zu wissen, worauf sie achten muss. Ja. Genau, aber ich glaube, das sind ja auch so beide die Main-Charaktere hier, also DDD und Duckhandur. Ja. Ich glaube, da wird sich jetzt relativ wenig tun an der Charakterauswahl insgesamt. Ich wäre auch sehr überrascht. Also bei Beißel weiß ich es nicht, bei Flora zumindest wäre ich überrascht, das Bildschirm zu sehen. Es ist eine deutlich kleinere Karte, glaube ich. Hier merke ich dann schon, dass es sehr unübersichtlich wird, weil Duckhand so viele Projektile hat. Ja. Also damit erzeugt er natürlich auch sehr viel Space für sich und kann sehr viel Kontrolle über die Stage behalten. Ja. Da muss man auch gucken, er hat eben schon letzte Runde auch mehrfach den Spikeball eben zurückgeworfen. Und dann macht ja DDD dann selber auch Schaden. Genau, ja. Das ist natürlich gefährlich, den Spikeball zurückzuwerfen, weil DDD selbst viele Tools hat. Oh, schöner Downsmash hier. Wow, okay, cool. Da wirklich auch gute Edge-Control hier von Beißel gewesen gerade. Der hat jetzt hier aber auch 80% schon drin, das heißt, Flora muss einfach gucken, dass sie jetzt langsam hier den Ausgleich quasi holt in Sachen Stocks, um nicht von Anfang an in Rückstand zu geraten. Ja. Aber wir haben ja eben auch gesehen, wie Flora mit einem schnellen Upsmash auch bei 80% schon den Stock holen konnte. Ja.
Oh, das Einsaugen wird jetzt ausgespuckt. Kann er ihn... Die Frage ist, kann man ihn jetzt hier von der Kante weghalten, effektiv? Aber Beißel kann noch mal ein bisschen recovern, aber der Upsmash wieder. Es ist wirklich wieder sehr frühes Finish. Mhm. Das heißt, da muss man als Duckhunt wirklich aufpassen hier, wie man tradet. Ja. Wir haben es schon mehrfach angesprochen, Flora mit dem DDD deutlich schwerer einfach. Deutlich schwerer und hat selbst auch, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Prozent den Kill confirm, dass sie einsaugt und dann beim Rausmashen Uptilt benutzen kann. Ich weiß nicht, ob das eine True-Combo ist. Oh, wow. Aber wir haben es gesehen, das haben wir von Beißel eben schon mal gesehen. Quasi Flora offstage knocken und dann mit dem Downsmash eben quasi den Kill confirm da rausholen. Ja, dieser Spike offstage ist wirklich stark und ich finde es beeindruckend. DDD zu Edgeguarden ist ja nicht gerade einfach. Nee. Ey, was da alles durch die Luft fliegt, ne? Das ist schon. Ich finde es beeindruckend, dass Flora da auch nur irgendwie den Überblick behalten kann und nicht permanent von irgendwelchen Projektilen getroffen wird. Ja. Aber können die Sachen Duckhunt auch so verletzen? Also kann er Die kennen auf jeden Fall, ja. Okay, ja. Das, bei der Cam bin ich mir relativ sicher, bei der Frisbee weiß ich es nicht genau, aber ich glaube, die Cowboys, da passiert nicht so viel. Ja, okay. Ja, Flora jetzt im letzten Stock 120% gleich drinne und wird vom eigenen Spikeball. Das war natürlich eine tolle Reflexion, aber sie lebt ja noch. Ja, kriegt hier die Ken nochmal 150% inzwischen drinne. Kann jetzt aber Beißel offstage schnocken. Der hat jetzt auch 80%, also bald in Kill Range. Ja. Oh, schöner Upsmash wieder, aber reicht noch nicht. Ich glaube, ja. Oh. Das ist noch relativ knapp hier tatsächlich. Aber Flora natürlich schon im letzten Stock und Beißel hat noch einen übrig. Das heißt, selbst wenn man hier den Kill holt, muss man jetzt noch ein paar schöne Kombos anbringen, um die Begegnung für sich zu entscheiden. Und mit 160%, 180% jetzt ist DDD auch schon sehr in Kill Range. Ja. Oh, wieder offstage, 190%, die Dose trifft nicht. Ah. 213%, das ist wirklich eine ganz schöne Menge. Den Spikeball nochmal ausgespuckt. Aber das hat Beißel auch schön immer wieder schön zurückgeworfen. Ja. Reflektiert der Cowboy den Spikeball? Also es ist auf jeden Fall, wenn der Spikeball gegen den Cowboy fliegt, dann kommt er ja nicht weiter. Mhm. Effektiv. Also da kannst du, glaube ich, als Duckhunt schon mit einigen Sachen arbeiten, um eben dich dagegen zu wehren sozusagen. Das hatte ich mich eben bei dem Mewtwo-Mashup gefragt, aber gar nicht richtig gesehen. Dieser Energy Ball von Mewtwo, der kommt ja auch nicht durch den Cowboy durch. Nee, ich bin auch, glaube ich, also ich glaube, Cowboy kannst du eben effektiv benutzen, um dich ein bisschen zu garden. Okay, also um deine Prozente dann eben zu schützen. Und das ist eben auch, finde ich, sehr interessant, wie Projektile miteinander interagieren so. Das finde ich auch total spannend. Ich habe ja eben schon gesehen, dass das fast komplett den Spikeball zurückwirft und dem auch richtig Momentum gibt. Ja, genau. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und Beißel ist jetzt hier auch mit 2-0 in Führung. Das heißt, er hat jetzt konsequenterweise 3 Matchpoints theoretisch, um eben das für sich zu entscheiden hier. Das ist natürlich eine sehr entspannte Situation, um da drin zu sein. Aber gleichzeitig für Flora auch unglaublich viel Stress, wenn sie jetzt das Reversal schaffen will, muss sie ja 3 Games in Folge gewinnen. Aber es ist ja nichts verloren. Mhm. Und ich glaube, gerade DDD kann hier wirklich noch einiges reißen. Es kann ja auch ein Motivator sein, auf dem Matchpoint zu sitzen und dann erstmal alles rausholen zu müssen. Aber kassiert hier jetzt schon wieder relativ viel Schaden von Beißel. Ah. Ja, jetzt gerade sieht es aus, als hätte Beißel wirklich ein gutes Gefühl und würde auch flashier Sachen machen. Ich finde es total spannend, wie er sich beim Recovern mit seinen ganzen Projektilen covert, sodass Flora an der Ledge trotzdem im Schild sitzen muss. Ja. Aber man hat jetzt hier Beißel an der Kante, man tradet Prozente. Mhm. Und schon wieder super mit dem Fass gearbeitet. Es ist, also man sieht es eben, wie er mit den Fässern gegen die Spikeballs arbeitet. Und da flog auch der Spikeball gegen den Cowboy. Gut, dass wir es gesehen haben, stimmt. Das war mir gar nicht aufgefallen. Das ist so, da können wir nochmal drauf achten, eben was genau mit den Projektilen. Aber man sieht auch, Flora kann eben mit dem Hammer auch die Dosen sozusagen wegschlagen. Stimmt, ja. Also es ist wirklich effektiv, wer fängt das Projektil im Endeffekt. Ja, hier leidet DDD, glaube ich, sehr stark darunter, dass er wirklich so langsam ist und dass er auch so lange in der Animation steckt, seinen eigenen Ball wegzuschlagen. Ja. Ist hier die Frisbee geblockt mit dem Schild, aber die Dose fliegt nochmal an der Kante. Da sehen wir es, wie sie kontrolliert wird von Beißel. Das ist natürlich toll für Beißel, so viel Abstand zu haben, weil er dann ganz bequem seine Projektile werfen kann. Da war jetzt ein Kill-Confirm. Das war wichtig jetzt. Das war sehr wichtig, ja. Weil er ist zwar schon bei 160%, aber DDD kann da ja doch noch was rausholen. Oh, 180 jetzt. Ist auf der Edge auch noch. 200%.
Ja. Die Abi von DDD ist natürlich auch ein super Tool, um zu recovern, weil ja. sie so weit nach oben fickt. Ja. Aber Beißel holt damit sich hier den Ausgleich. Schon komplett even, ja. Ah, ist jetzt ein bisschen an der Edge. Wird hier ein paar Prozente nehmen. Aber nicht allzu viel, denke ich. Oh, oh, actually, das ist das ganz... Das war doch ein super Edgeguard. Ja. Und es hat oh, gereicht. Sehr wow. schön. Das war ein Zero to Death jetzt, oder? Ja. Wahnsinn. Das war sehr, sehr gut. Flora jetzt wieder hier im Lead. Das ist ja auch Riesen-Momentum jetzt. Ja. Jetzt hat sie ja, ja total das Mindset dafür. Genau, jetzt kannst du wirklich viel Druck aufbauen. Und das, da kannst du hier jetzt wirklich auch schön reinschwellen. 75% im letzten Stock. Wahnsinn, ja. Also du kannst hier demnächst halt schon für den Finish schauen jetzt. Mhm. Ein, zwei Kombos, die treffen, ein Up-Tilt. Ja, stimmt, der Up-Tilt ist ja auch wirklich stark von DDD. Genau. Ah, 103% auf Beißel jetzt auf der Edge, schön mit den Spike Balls. Wow, und, sehr schön. Ah, schön. Und die Fair hat gereicht. Das hat gereicht. Da hat man jetzt hier tatsächlich den Anschluss wieder gefunden. Ja, und das Mantle hat sich ja jetzt komplett umgedreht. Ich glaube auch. Momentum jetzt, auf Floras Seite. Ja, jetzt muss man eben gucken, wie das Momentum sozusagen swingt, ob die Series jetzt irgendwie nochmal eine andere Richtung nimmt. Ist ja eigentlich super spannend. Also ich ja. würde mich total freuen, wenn wir in fünftes gehen ja. würden, auch wenn es super Klar. lange dauert. Aber das ist ja eigentlich immer das Allerspannendste, finde ich. Ja, im fünften, das ist auch das wirklich... Das fünfte Game, der letzte Stock ja. ist und es wirklich um alles ja. geht. Ist mental dann natürlich auch eine extreme Belastung hinten raus. Absolut, ja. Aber... Wir sind ja jetzt auch auf der Losers-Seite, das heißt ja. für Flora ist es ja jetzt auch jedes Mal das Tournament mit Game. Ja, okay. genau. Also wenn Flora hier verliert, dann ist sie raus. Mhm. Beißel ebenso natürlich. Ja, ne? klar, aber Beißel hat ja im Moment noch den Vorteil, er kann ja das eine Game noch nutzen, um sich ein bisschen besser... Ja, genau. Beißel hat eben noch Zeit effektiv eigentlich. Ja. Jetzt müssen wir schauen, wir gucken jetzt mal, wer besser in den ersten Stock einfach reinkommt. Sich hier vielleicht auch ein Stock-Lead erarbeiten kann direkt. Ja. Ich habe das Gefühl, Flora hat auf jeden Fall was in ihrer Taktik geändert. Letztes Game ist mir aufgefallen, dass sie viel mehr mit den Forward Airs gearbeitet hat. Mhm. Mit diesem Hammer Swing nach vorne. Aber Beißel antwortet trotzdem auch mit riesigen Kombos. Ja. Man sieht eben ganz schön, wie er den Cowboy benutzt, um sich eben vor den Spike Balls zu schützen. Mhm. Und trotzdem dann über die Dose und so weiter noch genug Druck aufbauen kann. Ja, er kann da ganz bequem sitzen. Das erinnert ja. mich so ein bisschen an Steve, wie er auch hinter seinen Blöcken sitzt und einfach meinen ja. kann. Ja, wild. Sorry, dieses Walkie-Talkie hat mich gerade komplett rausgeworfen. Ja, ist alles in Ordnung. Man muss ja auch irgendwie kommunizieren. Ja, klar, ich hoffe, wenn es was Wichtiges war, dann sagen ja. wir uns schon Bescheid. Oh, da war der Upsmash. Und genau. auf einmal, es sieht zwar aus, als wäre Flora hinten, aber weil sie so schwer ist, auf DDD. Ja. Das war eine schöne Nähe. Ja, man schwellt jetzt wirklich 4% dagegen, aber ist auch, glaube ich, bald in Killrange auf beiden Seiten. Ja. Und muss jetzt gucken, wie man hier recovern kann. Der eigene Spikeball hängt da ein bisschen ungünstig. Das ist natürlich schlimm für Flora, wenn der Spikeball da hängt, weil solange der Spikeball draußen ist, kann sie keinen neuen erzeugen. Ja. Das heißt, dann ist DDD so ein bisschen ja, machtlos in dem kleinen Moment. Oh. Oh, das war eine schöne Backair. Das war wichtig jetzt tatsächlich hier. Mhm. Aber man muss jetzt gucken, Flora kann vielleicht oder hoffentlich demnächst den Stock noch holen, dass man da eben den Ausgleich zustande kriegt. 120% jetzt auf Beißel. Aber dadurch, dass DDD so schwer ist, gerade bei niedrigen Prozenten, baut halt Beißel auch total schnell Schaden auf. Ja. Jetzt ist DDD ja. durch eine Combo schon auf 50% gekommen. Ja. So, das war jetzt wichtig, dass man da wirklich... Oh, war auch eine schöne Combo von Beißel gerade. Aber Flora jetzt eigentlich wieder Stock even, aber eben Prozente behind. Ja, und ich sehe immer wieder, ihr Spikeball kommt einfach nicht bis zu Beißel durch. Ja. Also er hat so eine Wand aufgebaut aus Sachen, die dazwischen liegen. Ja. Oh, jetzt kassiert man hier wirklich viel. Schöne Dose auch nochmal. Ja, die Dose eingesaugt. Ah, stimmt. Zurückgegeben. Aber total schön auch wieder den Spikeball reflektiert. Ja. Man muss sagen, die arbeiten auf beiden Seiten hier sehr, sehr gut mit ihren Projektilen. Mhm. Der Spikeball hier über den Cowboy. Das war richtig geschickt, ja. Aber eben auch schon wieder 180%. Beißel hat nur 30. Das ist eben, da muss man jetzt ein, zwei Kombos wirklich gut anbringen auf Floras Seiten. Um da nochmal den Stock-Lead sich zu arbeiten. Beißel spielt jetzt auch sehr, sehr vorsichtig. Also ja. im letzten Game ist er noch viel mehr offstage gegangen, ja. hat versucht zu edgeguarden. Jetzt gerade bleibt er auf der Stage und behält Stage Control. Ja, mit einer schönen Dose hier wichtig. Effektiv. Und jetzt muss Flora. Flora hat jetzt Zugzwang. Ja. Weil absolut. Das ist letzter Stock. Beißel Matchpoint. Ja. ja. Genau. Dementsprechend. Aber man sieht schon, Beißel wirklich arbeitet richtig gut hier auf Reichweite eben mit seinem Cowboy, mit seiner Dose. Ja, und zwingt dadurch ja DDD von oben zu approachen, ja. was, glaube ich, nicht die beste Richtung für DDD nee. Ist. Die Downair ist ja super, super langsam. Und Beißel kann seine Projektile eben nach oben schmeißen.
Ah, versucht jetzt hier ein bisschen zu edgeguarden, aber Beißel mit einem Easy Recover. Dash Attack von DDD ist natürlich schon sehr scary an der Edge, gerade wenn du an der Ledge hängst. Ja. Die kommt dann doch sehr schnell raus. Oh, schön. Schöner Spikeball nochmal. Jetzt hat man Beißel hier an der Edge, 130%. Kann die Can nochmal countern. Und da war es die Dash Attack, ja. Das ist jetzt wichtig. Jetzt befindet man sich hier im allerletzten Stock auch auf Seiten vom Duckern-Duo. Aber War jetzt viel schneller, als ich gedacht hätte. Ich hatte auch gehofft, aber war ein schöner Finish. Beißel wirklich auch sehr stark gewesen, die Series über. Und man hat gesehen, DDD hatte wirklich Schwierigkeiten, hinten ranzukommen gegen Duckern-Duo. Ja, also ich war auch am Anfang, wusste ich überhaupt nicht, was ich von dem Matchup halten soll. Ja. Aber jetzt inzwischen habe ich das Gefühl, dass es schon so ein bisschen Duckern-Favor. Ja. Ja, du kannst halt das, was wir zu Anfang dachten, dass du sozusagen die Projektile countern kannst mit diesem Einsaugen eben. Du kannst es nur einmal machen. Ja, und Duckern hat halt einige Projektile. Plus kann eben noch schön mit dem eigenen Spikeball arbeiten, eben, die dir mitbringt. Dementsprechend da doch ein bisschen schwieriger, effektiv Prozente anzubringen. Ja.